Jo, Leute. Licht an. Innsbruck 21, der Boss. Ralf angeschnallt. Wir fahren noch nicht. Jetzt fahren wir. Ralf Sietele. Das Video. Und zwar ist es bei uns immer so ein Riesenproblem, wenn wir unterwegs sind. Wo gehen wir essen? Weil wir können ja uns ja nicht immer alles vorkochen bis zum geht nicht mehr. Und von Anfang bis hinten geht leider nicht. Und die Zeit zum Kochen hat man nicht. Was macht man dann? Man geht her und sucht sich halt immer die guten, wie soll ich sagen, nicht Restaurants, eigentlich Imbiss. Imbiss, ja, genau. Weil mir persönlich ist Nummer eins wichtig, also erstmal Priorität Nummer eins, dass man da gut essen kann, ja, dass es gesund ist, dass es alles passt, dass es so nah wie möglich an dem ist, was man daheim isst, genau. Nummer zwei, was ich jetzt quasi, also dann Nummer zwei natürlich, dass das Ganze auch irgendwo preislich Sinn macht und dass man nicht Dinge zahlt, die man nicht haben will. Wir waren gerade bei einem Asiaten. Bitte nach 200 Metern. Also auf Deutsch, wir wollen mal kurz abfressen. Ja? Wir wollen mal kurz abfressen, Nummer eins. Und uns geht's darum. Diese Worterfindungen, Alter. Wir wollen mal kurz abfressen. Es geht darum, nicht irgendwo nötig Geld zu zahlen für Dinge, die ich nicht will. Ich will nicht abjabern. Ich will nicht hartes Ambiente haben oder so, wo wir gerade waren. Das gefällt mir nicht. Ja, dafür jetzt dann die Kohlen raus zu eskalieren, das wäre natürlich. Raus zu eskalieren. Auch so eine Scheiß-Wendung. Die Kohle raus, wir wollen abfressen, kein harter Scam. Wir wollen abjabern und wir wollen raus eskalieren. Ganz einfach, Leute. Ja, und dann wird voll gehasselt. Genau. Dann wird der Affiliate-Link reingehasselt. Und die ziehen einfach keinen Cash. Ralf, die alte Schwabe. Aber nein. Problem erkannt, Problem gebannt. Das Ding ist das, Jungs. Ihr müsst, also, was ist denn wichtig bei einem Essen, ja? Wichtig ist bei uns immer... Low-Fat. Ist Low-Fat. Und dann ist halt für mich Nummer zwei schon eigentlich. Nach Low-Fat ist nicht High-Protein, sondern High... Also gute Mikros. Ja, High-Micro. Weil Low-Fat und High-Carb und viel Protein kriege ich fast überall. Aber die Mikros kriege ich halt nicht überall. Dann Nummer zwei ist halt auch, also was mir sehr wichtig ist, dass es ein Asiate ist, deshalb auch nicht so hartes Ambiente, dass ich quasi mit dem so ein bisschen auf Augenhöhe sagen kann, yo, du machst mir das jetzt halt nicht so, wie das auf Karte steht, sondern wie ich es jetzt sage. Ja, ja, nicht, dass es da über fünf Ecken nicht notiert ist mal und gibst dann weiter. Ich gebe, ja, genau, und dann am Ende kriegst du wie heute Morgen in diesem scheiß Drecksladen. Ja, kriegst du halt Sojasauce, obwohl du keine Soße willst. Ja, ich habe gesagt, ich will keine Soße, macht er mir irgendwie ordentlich Soße drauf. Und ja, und das finde ich halt nicht. Der muss noch spielen. Der muss noch ein bisschen pushen, sehe ich. Und das ist halt wichtig. Mir ist es immer wichtig, dass man dann mit dem reden kann, dass es halt, dass ich halt das essen kann, was ich halt auch daheim esse, weil es geht, wie gesagt, wieder um Funktionalität. Genuss ist dann natürlich auch wieder eine wichtige Sache, aber... Ja, dann machen wir die Scheibenbelüftung an, ey. Ja, dann hast du hier viel Spaß. Das sieht ja richtig widerlich aus, Alter. Ich glaube, der Ralf hat eine Tuss hier an der Scheibe geknallt, ey. Der Ralf, der knallt ordentlich. Knallt die Luftballons, der poppt. Der poppt, ah! Der poppt die Bottles und natürlich auch die Topmodels, so wie der Kay. Der Kay geht von Sylt nach Cannes und zu Saint-Tropez. München, Miami, dann St. Moritz. Wir wollen. Schnee, oder? Ja. Schreibt mir in die Kommentare rein, ob ihr schon gekifft habt. Gekokst. Ralf kokst jeden Tag. Schreibt mir unten in die Kommentare rein, ob ich schon gekokst habe, Leute. Und erzählst mir jetzt, hast du schon mal gekokst? Daumen nach oben zu geben, Leute. Tschüss. Gib den Daumen nach oben. Nee, und verpisst wenn euch. Euer Asiate keinen Koks habt, ja, dann könnt ihr es sofort vergessen, ja. Es geht jetzt hier ab. Hey, eskalier mal keinen Scheiß hier raus. Ist hier voll der Scam, Mann. Eskalier mal keinen Scheiß hier raus. Eskaliert jetzt, hasselt mal, jetzt hasselt mal! Richtiger Scam hier, Alter. Das ist ein übliches. Randy! Was ist denn das hier für eine Straßenführung? Randy! Oh, die Parship, Nodeda! Das ist ein harter Scam, Alter. Was ist denn das für ein harter Scam? Jetzt lass mal in die Hermannstraße fahren, in die Herbertstraße, komm. Ja, da fahren wir am besten mit dem Auto durch. Ja, klar. Mit dem Auto fahren wir durch. Ja, klar, der Panamera ist robust. Jetzt komm, eskalier mal. Thai Asian, hier ist was. Wo? Und dann zeigen wir euch gleich mal sofort, wie so ein Laden ausschaut. Thai und Sushi, hier ist einiges los. Jetzt gibt es natürlich Problem Nummer zwei. Parkplatz. So. Wo eskalieren wir hier einen Parkplatz? Aber da haben wir schon einen Parkplatz raus eskaliert. Hier. Welches ist denn eigentlich ein behinderter Parkplatz? Oh. Egal, eskalier mal rein, komm. Ja, das ist ein behinderter. Nee, das ist ganz... Nicht. Das geht nicht. Das gehört sich nicht. Gut. Das gehört sich nicht, Freunde. Wenn du als Behinderter... Ey, da. Nein, das darf man nicht.
Wenn du als Behinderter keinen Parkplatz bekommst, dann ist das richtig scheiße. Das ist echt, das ist scheinbar unverschämt. Das ist hart unverschämt. Wenn du dann so aus, weil du halt 2 Meter hier ist Bus, scheiße. Und andere machen Party in Miami. Und Cannes und Saint-Tropez und Sylt. Und ey, dann ich find's halt auch, das ist echt ein hartes Scam, ja, der lad's so. Gut, und dann zeigen wir euch jetzt gleich mal den Asiaten, wenn wir da angekommen sind und zeigen und euch, schauen mal, ob die überhaupt einen Talk hat, ne? Und dann gucken wir mal, ob wir da was Gutes haben. Und dann testen wir den, dann erklären wir euch das alles. Bis gleich. Also, okay, los. Also ich hab fast noch nie was Besseres gegessen als diese scheiß Rollen hier mit dem Mango. Ich hab dieses Geschmacksexplosion in meinem Mund. Mhm. Und vegan. Und was ist das genau? Keine Ahnung, das schmeckt nach allem. Süß, sauer, scharf, salzig. Nein, salzig nicht. Nee, salzig nicht. Aber das schmeckt so tropisch so. Ja. Mhm. Ich fühle mich, als wäre ich auf den Malediven, Mann. Warst du das schon mal? Nein. Woher weißt du dann, wie es da ist? Tja, Sand in der Arschritze. Übrigens habe ich einen größeren Arsch wie der Tim, gell? Dazu. Ja, ist halt 1,96 groß. Das klappt dazu nicht, weil ich habe nichts gesehen. Okay, gut. War mit seinem kleinen Dick beschäftigt. Haha, wie lustig, Tim. Das schmeckt so geil. Lazzo. Komm nur das Lazzo, oder? Was habt ihr jetzt hier überhaupt geordert? Erzählt mal. Wir haben Sylt und Cannes geordert. Ein bisschen München und St. Moritz. Und natürlich ein bisschen Schnee. Ihr habt es doch gesagt, ein guter Asiate zeigt sich dadurch aus, dass er viel, viel Koks anschaut. Aber was uns aufgefallen ist übrigens, Leute, hier in Low Carb City, eine Sache ist uns halt aufgefallen, die haben echt Probleme damit, die Carbs raus zu eskalieren. Heute Morgen schon gab es im Asien ein bisschen ein Problem. Da wurde nur, da war die Reisportion, das war unterirdisch. Das war ein hartes Game. Das war ein hartes Game. Und weißt du wieso? Wenn der einen Cash sieht. Der zieht den Cash. Der ekelt Cash da, raus. Da hat der Latzo in dem Affiliate-Link mehr Carbs als in diesem Reis. Nee, das war wirklich ganz, ganz wenige, ganz, ganz schäbige Portionen Reis. Dann habe ich gesagt, also Leute, also, da müssen wir jetzt die dreifache Portion Reis holen. Also so hat es jetzt echt keinen Wert mehr. Ja. Gut, ich warte noch auf mein Essen. Werde die Jungs allerdings wahrscheinlich am Ende, bis zum Ende der Restaurant-Session natürlich einholen. Juckt den nicht. Einholen, was? Einholen. Wie einholen? Naja, du hast jetzt ja Vorsprung. Du hast jetzt ja hier 4 Rollen Vorsprung. Ich werde dich einholen. Ich habe nicht so viel bestellt wie du. Ja, aber du hast ja noch anderes Zeug bestellt. Machst du es schon? Leute, zieht euch das mal rein. Also sagt ihr gleich, also ich finde die Rollen hart geil. Also wir glauben, Rollen sind nichts dagegen. Ach was. Shit. Also Leute. Schaut uns nicht beim Essen zu, sondern... Scheiße, was ist das? Welcome to Low Carb City. Welcome to Low Carb City. Ich glaube, dein Reispapier hat mehr Carbs als der Reis. Wie viele Carbs sind das? 5. Ja, komm. Da hat es ein bisschen nachgeschaut. Also heute Morgen mussten wir 3 Portionen nachbestellen, weil so wenig war. Heute werden es 5. Aber wichtig ist, wir haben unsere Micros. Es sieht gut aus und es schmeckt auch sehr gut. Aber dafür ist halt teuer und man kriegt halt wenig. Es ist halt teuer und man kriegt halt wenig. Gut.